So, willkommen zum dritten Infovideo. Ich hoffe, das ist auch das letzte, nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Jetzt ist dieses Infovideo auch nur Interesse halber jetzt mal da. Und zwar will ich mir eine 3DS Capture Card kaufen. Bedeutet, ich werde auch 3DS LPs machen können. Fokus liegt dabei auf Pokémon und Kingdom Hearts Dream Drop Distance, because of Kingdom Hearts wird bei mir jedes Spiel einmal gespielt. Kann dauern, bis ich alle durch habe, aber jedes Spiel wird gespielt. Damit die ganze Story bei mir auch komplett ist. Jetzt aber zur anderen Sache. Wenn ich Pokémon sowieso auf LP und so weiter, hätte ich selbst das Interesse daran, auch sowas zu machen, dass ihr mich herausfordern könnt. So quasi auch noch mit Arena-Leiter und Top 4. Ich werde auch, wenn Arin, maximal 4 Leute abtreten, wobei schon 2 halt weggegeben sind. Und ja, so Interesse aber die Frage, hätte wer Interesse da mitzumachen, also gegen die ganzen Arenen anzutreten? Wie ich das mache, ist noch unklar. Kommt auch darauf an, wie viel Interesse haben und mitmachen würden. Und wenn wer nicht daran Interesse hat, mitzumachen, also dagegen anzukämpfen, ob irgendwer jetzt Interesse hat, mit zu designen. Also die ganzen Arenen. Die Alpha ist so gesehen schon auf Papier gebracht, aber das hat eh noch erstmal Zeit, bis man Auras durch hat. Beide Male. Und vorher habe ich noch viel was anderes zu tun. Also, ihr könnt euch ja mal melden, wenn ihr irgendwie mit designen wollt oder mich herausfordern wollt. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe auf irgendwelche Leute, die das machen wollen. Weil sowas wollte ich schon immer mal machen, weil damals so, als ich Pokémon angefangen habe, da hatte ich in meiner Umgebung nur 2 Leute, mit denen ich dann halt immer spielen konnte. Und 2 Leute, das war nicht so wirklich abwechslungsreich, wenn man da jetzt halt Competitive gespielt hat. Das war jetzt noch zu Höhenzeiten, perfekt mit Oras und so. Halt Rubin, Saphir, Smaragd. Und dann hat es irgendwie aufgehört. Dann habe ich für mich selbst eigentlich nur noch Diamond and Pearl gezockt. Dann hat es irgendwann schon aufgehört. Schwarz-Weiß kam raus. Schwarz-Weiß 2 habe ich schon gar nicht mehr gezockt. Bis dann X und Y wieder da war. Da ging es irgendwie wieder hoch. Ja, kann auch da sein, dass man nicht so wirklich gegenüberliegend stehen musste, um zu kämpfen. Aber die ganze Ka Nee, nicht Carlos. Carlos war jetzt schon XY. Das sind wohl über Platin von Schwarz. War Einal, genau. Die ganze Einal-Region ist irgendwie an mir vorbeigerauscht. Da bin ich auch gerade dabei, das Ganze nachzuholen. Aber ja, jetzt habe ich halt auch wieder die Möglichkeit, mit anderen Leuten zu spielen. Deswegen geht das alles so hoch und das ganze Gezüchte geht wieder los, was ich halt auch in Höhen gemacht hatte damals. Und da es mir auch so Spaß macht, will ich natürlich auch meine ganzen Pokémon testen. Aber die Arenen werden dann halt natürlich Elemente haben, deswegen werde ich auch irgendwas einführen, womit ich dann halt, nachdem man halt schon Papier gemacht hat, noch irgend so ein Champ dahinstellt mit was weiß ich, normalem Team, nicht unbedingt ein Typ. Aber es ist wie gesagt alles noch der eine Alpha. Ich freue mich, wenn Leute mitmachen wollen. Egal, ob es jetzt mit Design ist oder antreten. Ich sag denn, ja, sonst noch was dazu zu. Keine Ahnung. Ich bin gerade zu sehr im Stress. Mein Hirn denkt nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Viel Spaß beim Pokémon-Zocken. Besonders jetzt mit den neuen Editionen. Ich sag dann, bis in irgendeinem Video. Bis dann, viel Spaß und tschüss.